Hallo und willkommen zurück zu unseren Umbaumaßnahmen unserer Anlage. So, ich habe noch ein paar Hütchen gemacht. Die Hütchen werden wir jetzt mal da draufsetzen. Wo sind sie? Wo sind sie wieder hin? Da sind sie. Hütchen, 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 Hütchen und Hütchen. So, damit soll unsere Brennanlage mal fertig sein. Hier den... Oh, den Gang wollte ich mir eigentlich offen lassen. Ich wollte jetzt nicht hier reinfallen. Das war ja mal wieder super getimt jetzt, Avatar. Herrlich. Den lassen wir uns auf jeden Fall offen. Beziehungsweise bauen wir wahrscheinlich eine kleine Brücke drüber, würde ich sagen. Dann können wir, wenn wir mal nach unten müssen, immer einmal aufreißen oder so. Ne? Also so, hier haben wir eine kleine Brücke halt. Dass wir hier einfach mal rüberlaufen können. So, das wäre mal das. Jetzt gilt's 1, 2, 3, 4, fahr. Das wird verdammt eng. Dann müssen wir das mal hier auch noch ändern. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ich würde sagen, wir schauen jetzt langsam, dass wir das hier angeschlossen bekommen. Hier kommen ja unsere Bänder. Ja, wie viel Bänder eigentlich ist? Hupe. Und unrelevant. Wir müssen jetzt hier einstellen, was wir wollen. Also, wir fangen jetzt mal an mit Kupfer. Habe ich Kupfer irgendwo? Da müssen wir jetzt mal gucken. Kupfer. Also, erst Kupfer. Das... Ne. Kupfer will ich haben. Wo ist Kupfer? Habe ich kein Kupfer mehr? Habe ich echt kein einziges Kupferding mehr? Doch, da ist doch Kupfer. Den setzen wir jetzt mal dahin. Also mit Kupfer fangen wir an. Du bist auf jeden Fall für Kupfer und deswegen bitte Kupfer. Schreibe ich mir auf Kupfer. Kupfer ist weg. Darunter oder daneben hätte ich gerne Zinn. So, Zinn, wo haben wir Zinn? Hier ist Zinn. Machen wir Zinn, zack. Zinn, er wäre weg. Daneben das Band wäre dann bitte einmal Eisen. Habe ich Eisen noch? Ja, habe ich auch noch. Zack, Eisen. Also, 1, 2, 3. Ich würde jetzt gar nicht großartig überlegen wollen, sondern ich würde direkt anfangen anzuschließen. Das heißt, wartet mal, also das ist ja unser Kupfer hier, ne? Unterste Reihe Kupfer. So, dann bist du Kupfer. Du bist, müsstest Kupfer sein. Dann nehme ich dich doch jetzt mal beim Wort. Dann fahren wir hier mit dir runter. So. Fahren wir so runter oder fahren wir so? Kupfer und du bist ganz hinten links als erstes. Die kleinste Kurve kriegst du. So, Kupfer. Da bin ich ja mal gespannt, ob das alles klappt, wie wir uns das hier bauen. Also, du bist angeschlossen mit Kupfer. Du bist also nur noch für Kupfer zuständig. Da könnte man normalerweise fast ein kleines Schildchen machen, Kupfer oder so. Das müsste passen. So, das nächste war, was haben wir gesagt, als zweites Zinn, ne? Genau. Zinn. Eigentlich ist das ja egal, was was ist. Das sehen wir ja später, denn was da rauskommt im Endeffekt. So, da. Ich habe nur die leiseste Angst und Ahnung, dass das hier nicht vom Platz erreicht. So, du wärst die zweite Spur. Kommen wir zur dritten. Das ist, das passt vom Platz her nicht. Ich werde verrückt. Da müssen wir da mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, du bist die dritte Spur. Du gehst in den dritten Ofen einfach rein. Dann gibt es auch keine Drängelei und kein gar nichts. So, dann käme die vierte Spur und da geht es nämlich schon los.
Weißt du was, wir schließen das erstmal an. Wir brauchen das ja gar nicht notieren vorerst. Ich will es ja erstmal anschließen. So, und jetzt haben wir schon ein Problem, glaube ich. Ah, noch haben wir kein Problem. So, du bist die vierte Schnur. Doch, wir haben wohl ein Problem. Haben wir eins? Nein, wir haben noch keins. Puh, da ist verdammt eng hier, was wir hier vorhaben. So. Die fünfte kriegen wir schon gar nicht mehr drauf ohne... Ne, das können wir so nicht machen. Das können wir so nicht machen. Das ist Mistikack. Alles wieder abreißen. Also das passt nicht, wie wir uns das hier vorgestellt haben. Die Idee war nicht schlecht, aber es passt nicht. Ich kann es nicht ändern. Aber wie soll ich auch hier 10 Bänder hinbekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Das wären rein theoretisch 5 oben und 5 unten. Das könnte man natürlich auch machen. Dann passt das ja doch wieder. Warte mal. Wisst ihr, wie ich das meine? Nee, ne? Habt ihr jetzt nicht wirklich so verstanden. Aber ich zeige es euch jetzt, wie ich das meine. Also. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Jetzt machen wir nur die unteren Schließmann. Also unten wäre... dieses Band hier. Dann kann ich das hier doch wieder anschließen. Zack. Unten. Alter. Rechts. Unten. Und. Oh. Unten. Ich stehe doch in die Richtung. So, jetzt aber. So. Dann. Das wäre das untere Band. Und fertig. So. Dann käme... dieses Band hier, das heißt, drehen, 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 drehst du dich? Drehen, 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 sehr schön, drehen. So, du bist das untere Band, ne? Genau. Dann hätten wir... dieses Band hier. Dann müssten wir das so drehen, so drehen, so drehen. Drehst du dich? Zack. Und runter. Und du bist ein Band hier. Zack, unteres Band. Ah, Moment, wir haben eins vergessen. Hier ist ja auch nochmal eins. Dann musst du weiter geradeaus gehen. Boah. Wird das jetzt hier wegen einem scheiß Band total eng, oder wie? Dann müssen wir dich drehen einmal. So. Dich drehen wir einmal. Und dich drehen wir einmal. Dann geht's hier einmal, kommst du von hier. Runter. Zack. Hier. Runter, zack. So, also das geht da drauf, das geht da drauf, das geht da drauf. So, jetzt kommen nämlich die großen von oben. Dann packen wir die Dinger nämlich auch wieder weg. Weil die benötigen wir eigentlich nicht. Wir machen uns jetzt nämlich einfach, dass unser System so zu nutzen, wie wir es wirklich brauchen. Das heißt... du gehst da drauf, allerdings in diese Richtung. Hier hätte ich jetzt natürlich noch einen hinsetzen müssen. Aber du kommst von da, von da, von da. Ah, verdammt. Wir haben wieder ein Problem. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Nämlich genau hier ist das Problem. Wenn das da drüber geht, zieht er den mit nach unten. Jesus und Maria. Dann muss ich das hier nochmal anders regeln. Und zwar hoffe ich das, dass ich das mit den Dingern da hinbekomme. Mit, wo sind die, die runtergehen? Kriege ich... ah, kriege ich das damit geregelt?
Jetzt habe ich natürlich keine Dinger mehr, jetzt muss ich mir davon noch welche machen. Aber ich glaube, so würde ich das eher hinbekommen. Und ja, ich baue mal offline weiter und wenn ich dann damit fertig bin, dann seht ihr es ja im richtigen Modus. Wie gesagt, das gilt immer für jede Folge. Wenn ihr wirklich alles sehen wollt, was ich baue, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde es dann umsetzen oder umfunktionieren, dass ihr halt überall mit dabei seid. Warum ist das hier überhaupt auf und wieso kann ich das nicht zumachen? Es zieht mir hier am Hintern. Am Hinteren meines Teiles zieht es. Meines anderen Iches. Der Arsch. So. Haben wir das jetzt mal. Machen wir das auf jeden Fall nochmal weg. Zumindest für den Moment. Oder nur die erste Linie. Damit ich hier nicht mir immer den Kopf anknalle. Ne? So, und dann können wir vielleicht hier von mir aus noch ziehen. Und hier ziehen wir die Kante, zumindest das verdienen wir verstärken, aber das sieht ja noch nicht aus, ne? Ne, das sieht alles nicht aus. Wieder abreißen. Wie gesagt, wir sind aber auf jeden Fall am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.